Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever 2. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich. Und ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Optimierung betrieben, ein bisschen unsere Fahrzeuge abgegradet. Wir sind noch nicht durch. Da geht noch was. Schön, wie die hier doppelt fahren. Finde ich gut. Ja, wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. 35. Im Großen und Ganzen sieht es gut aus. Wir machen Gewinn. So wie es auch sein soll. Die hier macht noch. Die ist mir zu wenig. Da muss irgendwie mehr passieren. Hier, die ist auch noch zu wenig. Da muss auch noch mehr passieren. Da würde ich mir wünschen, dass die hier noch ein bisschen Gas geben würden. Ne? Normalerweise müssten die Lebensmittelfabrik. Die könnten. Wo ist denn das? Da hinten, die könnten. Ja, da müssten wir wirklich. Boah, da müssten wir so eine Mega-Strecke bauen. Das wäre schon heftig. Das ist mir eigentlich zu heftig. So weit wollte ich jetzt erstmal nicht raus. Aber wir könnten die weiter ausbauen. Andererseits könnten wir auch dafür sorgen, dass wir hier Steine produzieren und das Ganze dann zur Erntebrück bringen. Und dafür müssten wir hier aber auch mal etwas machen. Das Ganze nämlich ein bisschen ausbauen. Plattform. Cargo-Plattform. Hallo. Und das Ganze jetzt mal Cargo-Buildings. Tracks. Doppeltgleisig. Tracks bitte. Dann nochmal eine Plattform. Ach, das ist jetzt Passenger. Das wollte ich jetzt nicht. Nochmal Cargo oder wir machen mal Cargo Buildings noch dran. Kriegen wir dich hier irgendwie noch ran? Irgendwie in schön? Nee, ne? Hier vielleicht. Kollision. Kollision ist zu groß. Mal ein kleines dran. Geht das? Ja, das geht. So, da kriegen wir den hier auch noch mit dran. So, dann haben wir jetzt nämlich hier einen. Ja, Güter- und Personenbahnhof. Das bedeutet, wir könnten jetzt uns überlegen, das ganze Steine hier, Ding hier zu beliefern, das dann hier dann irgendwie runterzubringen. Dann würden wir Erntebrück ein bisschen helfen auf die Sprünge und dann können wir zusehen, dass wir hier vielleicht noch Plastik ranholen, damit wir das Ganze hier auch weiter verarbeiten können. Aber dafür brauchen wir jetzt hier einen Bahnhof. Der das Ganze dann hier auch dementsprechend managen kann. Wir haben 13 auf dem Konto. Dann nehmen wir auf jeden Fall einen Zug. Was ist das denn hier? Train Depot Prellbock. Ach, das ist die. Das ist die. Die Dingsbums, die Mod. Eine der Mod, die ich drauf habe. Güterbahnhof, Güterkopfbahnhof. Nein, wir wollen ja umbauen. Ich brauche hier mindestens erstmal zwei, die hier dran gehören. Und ich muss das mal drehen. Ich möchte dich gerne hier so dran haben. Gehst du daran? Ja, das geht. So, das geht. Das ist gut. Mindestens zwei. Hier brauchen wir das ebenso. Wobei ich den da sogar auf 4 hochbringen muss, weil ich muss das ja auch wegtransportieren. Deswegen machen wir das mal so. Bist du dran? Ja, das passt. So, die passen. Die können dann da auch hin. Gut. Dann können wir dich jetzt gleich mal umbauen. Gleich nochmal was ranbasteln. Nochmal Tracks anbauen. Cargo Buildings. Was ist denn das hier? Small Side Building. Kommt da nochmal ein großes Gebäude mit ran. Ist alleine für die Optik, glaube ich. Das ist mir ein bisschen zu groß, aber das würde hier passen. Dann kriegen wir dich da auch noch rein. So, dann bauen wir dich da noch hin. Dann siehst du schon mal ein bisschen nach einem etwas größeren Bahnhof aus. Gar nicht mal verkehrt. Mandel.
So, okay, dann haben wir das. Dann können wir anfangen, Strecke zu legen, nämlich Stein brauchen wir. Steine. Also, legen wir Strecke, legen wir noch mal ein bisschen was. Das brauche ich. Leise, danke. 120er, ja, nehmen wir noch momentan, weil wir werden irgendwann höher rüsten müssen. Und die werden ja auch irgendwann schneller, unsere Lokomotiven. Deswegen machen wir das mal so. Ja, kriegen wir dich. Ja, dich kriegen wir da auch ganz prima dran. Das passt auch. Nur da oben wird es wieder problematisch, wegen der Straße. Ja, ja. Kriegt er ja gleich. Immer mit der Ruhe. Wir bauen das gleich wieder an. Aber erstmal brauchen wir hier die Strecke. Und eigentlich brauchen wir hier auch noch die Strecke, die hier weiter rausführt. Das ist die andere Seite. So, zack. Und die wollen wir ja dann da lang führen. Eventuell hier so lang. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mit weitergehen. So, dann machen wir mal so. Und dann können wir da die... Bau nicht möglich, ja, natürlich. So, jetzt passt er und jetzt kriegst du auch deine Straße wieder. Ohne Elektro, ne? Also erstmal ganz piano bleiben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier am schlausten lösen. Kommen wir denn hier runter mit dem Tunnel? Oder wir nehmen den Umweg in Kauf und fahren da lang. Geht ja auch. Können wir auch machen. Machen wir halt einen Umweg, egal. Ja, Problem gelöst. Ist angeschlossen, passt. So, jetzt geht's weiter mit den Schienen. Mit den Schienen. Halt, so weit braucht man nicht. Nur bis hier. Was wackelt und hat Luft. Sehr schön. Ja, dann wird es hier jetzt die Weiche geben. Bäm, 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 bäm. Passt auch. Sehr gut. Die will ich nicht zusammenführen eigentlich. Aber ich glaube, die werde ich zusammenführen müssen, damit wir die nämlich auf ein Depot bekommen. Na, da war es doch. Denn wir müssen ja irgendwie die Dinger hier rauf bekommen. Das heißt, wir werden mal von hier aus gleich das nächste Gleis legen. Und das heißt, ich muss das hier auch mit anklemmen. Und das ist ja nur ein Verbindungsgleis. So, du gehst jetzt bitte mal auf das Gleis da drauf, irgendwie. Warum gehst du nicht? Ja, machen wir so. Baulich möglich. So, das passt. Dann haben wir die Verbindung schon mal. Dann können wir den Teilabschnitt noch mal wegreißen. Schön, wenn man Geld hat. Dann kriegen wir dich da nämlich so drauf. So, zack, bäm. Wirst du nämlich erstmal ein Durchfahrtsgleis werden. Und wir kümmern uns dann später drum. Gleichzeitig müssten wir jetzt aber trotzdem da die Schiene legen. Kriegen wir den hier so rumgelegt? Ja, kriegen wir. Kann er ruhig mit einer Kurve raus, habe ich kein Problem mit. So, und jetzt kommen wir in die Richtung. Gehen wir mal da lang. Und dann müssen wir irgendwie doch da drauf, damit die da nämlich auch das benutzen können. So, bäm.
Bam, bam, bam. Ja, wenn ihr das Video hier seht, dann kann ich ja auch schon mal meine Meinung zu dem Spiel sagen. Mein Fazit. Also ich finde, es klappt vieles sehr gut. Aber wenn ihr die Kampagne gespielt habt, sind ein paar Sachen dabei, die ein bisschen, ja, unschön sind. Die absolut noch ein bisschen verbesserungswürdig sind. Unter anderem solche Dinger wie mache dies, mache das. Aber ohne zu sagen, wie man das macht. Sondern einfach nur mache. Die Quests, sage ich mal, sind ein bisschen undeutlich ausgedrückt teilweise, was es ein bisschen schade ist. Das hätte man definitiv nur irgendwie ein bisschen schöner lösen können. Und das sind solche Kleinigkeiten, die ein bisschen doof sind, finde ich. Also die ein bisschen den Spielspaß nehmen. Und ich finde, die ganzen Kampagnenmissionen sind für meinen Geschmack jetzt persönlich etwas zu lang. Also über 2 Stunden für so eine Mission ist schon, ja, ein bisschen hart, finde ich. Nicht so ganz schön. Also das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen kürzen können, dafür lieber ein bisschen mehr machen können. Aber, naja, solche Dinge halt, ne? Das ist halt, Steigung zu groß. Da kommen wir ran. Da geht das, oder was? Da geht das. Sieh mal, da guck. So, dann gucken wir, ob wir hier auch rankommen. Wenn das geht, dann kommen wir da auch rüber. So, sehr gut. Dann kommt der da drauf. Wenn wir dich jetzt hier auch noch irgendwie rüberkriegen, dann haben wir hier schon mal krass was gewonnen. Aber ansonsten klappt das alles andere sehr gut. Da kann man nichts gegen sagen. Das ist in Ordnung soweit. Aber halt so ein paar Kleinigkeiten, die das Spiel gerne nochmal verbessern dürfte. Aber ansonsten ist es sehr gut geworden. Kann man nicht sagen. Performance-mäßig, ja, kann ich nur von meinem Rechner aus reden. Ich habe jetzt hier die größtmögliche Karte eingestellt. Und ihr seht ja, ab und zu ist ein bisschen am Ruckeln. Ja. Aber das war ja bei Transportiva auch schon so ein bisschen tricky, sag ich mal. Warum habe ich das jetzt da eigentlich gemacht, frage ich mich. Scheibenkleister, warum habe ich das jetzt gemacht? Ist ja eigentlich ein bisschen doof, ne? Eigentlich ist das jetzt ein bisschen doof. Ich musste eigentlich von da aus. Na, egal. Was soll's. Gut, dann gehen wir hier halt rum. Bauen wir jetzt hier so auf. Ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das Schienenlegen und so weiter, das klappt ja sehr gut. Ich will dich da ran mitbringen. Geht das? Kriegen wir dich da irgendwie noch mit ran? Irgendwie so und schön. Hey, nee, klappt nicht. So klappt es. Ich will, dass wir hier uns auch möglichst auf ein sag mal, Depot konzentrieren nur. Oh, Postbus. Neuer Bus. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Okidoki. Jetzt können wir anfangen. Wir haben 17 Millionen auf dem Konto. Das geht rucki zucki. Das geht richtig gut. Finde ich sehr schön. Wir brauchen eine Linie von hier nach da. Und das ist dann Steine. Steine. Erntebrück. Steine-Erntebrück. Haben wir da noch nichts gesetzt? Der hat doch Dings, ne? Ja, aber wir haben noch keine Signale gesetzt. Das müssen wir schnell machen. Signale geht hier auch, kann ich ja auch sagen, eigentlich ganz gut. Kann man nichts gegen meckern. Was ich auch schön finde, ist, dass ist ganz klar Vorteil ist mit den modularen Bahnhöfen. Das ist richtig gut. Das finde ich richtig gut gelöst. Warum wechselt der denn da jetzt? Was ist denn hier los? Du sollst aber weiterfahren, mein Freund. Du sollst ruhig da weiterfahren. Du sollst dann nicht wechseln eigentlich. Aber das ist jetzt ein bisschen doof, dass das jetzt nicht einblendet. So, okay, dann kann ich jetzt mal setzen. Und jetzt hat das gereilt, ist okay.
Ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Da fährt er darüber. Das ist okay. Ja. Einfach mal ein paar Blockgeschichten setzen. Schaden tut's nicht. Alles klar. Klappt. Gut, die Linie steht. Steine steht. So, das mit den Linien setzen, das klappt auch einwandfrei. Also, okay, aber man muss ein bisschen gucken. Das finde ich auch ein bisschen, ne, man muss hier wirklich hier draufklicken, dass man da das auch bekommt, weil sonst rafft er das nicht. Ich hoffe mal, dass, ja doch, hat er gerafft. Ja, doch. Richtige Gleis hat er genommen. Sehr gut, in Ordnung. Das sind dann, Baumatz. Erntebrück. Baumatz, Erntebrück. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einen Zug auf die Linien bekommen. Fahrzeug kaufen. Da gucken wir mal, was wir haben. Die Personen haben wir. Wir nehmen die PLM aber. Und jetzt gucken wir nach Cargo. Wir brauchen erstmal was für Steine. Die können Steine mit 4. Offener Güterwagen ist das. Offener Güterwagen. Der kann 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Dann nehmen wir auch die maximale Länge. Einer zu viel. Kaufen. Für. Welche nehmen wir denn da? Das ist die. Brot, Erntebrück. Warum nimmt er die denn nicht? Hä? Müsste doch eigentlich rüberfahren können. Ah, alles klar, er braucht die hier. Das ist Steine. Okay, der fährt los, der holt Steine. Das klappt. War ein bisschen teuer, aber geht noch. Da fährt er. Er muss da ein bisschen in der Nähe sein, dann klappt das auch. Dann brauchen wir nochmal dasselbe Gefährt. PLM. Kaufen. Cargo. Baumatz. Da, Steine braucht er, ne? Genau, Baumaterialien, Steine. Einer zu viel. Kaufen für 6 Millionen, das geht ja noch. Ist ein Schnapper. So, wir gehen mal hier hinten hin. Und das ist dann die hier, Baumatt Erntebrück. Die müssen wir noch einweisen. Die hat noch keine Linienführung, sag ich mal. Baumatt Erntebrück. Züge, Baumatt Erntebrück eingeblendet lassen. Danke. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Brauchen auch Signälchen. So, okay. Was machst du denn da für eine komische Aktion? Warum machst du so eine komische Sache? Nein. Du sollst eigentlich so eine Spielchen hier nicht machen, Freund. Auf gar keinen Fall sollst du darüber. Ich glaube, Spinne. Was macht der denn? Wieso fährt der denn darüber? Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Nein, du musst. So fahren und. Ne, warte mal, das ist ja doof. Warum macht er denn hier so einen Quatsch? Das soll er doch gar nicht machen. Das müssen wir mal gleich mal korrigieren. Linie verwalten. So, in Mandel gehst du auf die 1. Ja, geht er immer noch rüber? Finde ich jetzt nicht so schick, was er jetzt macht. Haben wir hier? Ne, hier haben wir keinen Übergang. Okay, er kann nicht wechseln wahrscheinlich. Dann kriegst du da jetzt was. Ist ja auch nicht so wild. So, komm. Ja, X-Weiche, danke. So, jetzt hat er hier doppelt genommen. Das ist okay.
Und du darfst gerne eingeblendet lassen. Danke. So, jetzt nochmal die Weiche setzen. Mal gucken, was er jetzt für einen Schwachsinn macht. Ja, jetzt hat das geschnallt. Seht ihr, jetzt hat das geschnallt. Jetzt geht es, jetzt passt es. Gut, alles klar. Sollte laufen. Bin ich mal gespannt. Die Steine sind schon mal da. Das ist schön. So, da kommt der Erste. Der wartet jetzt hier sogar. Der hier. Wo ist der zweite Kumpel? Ist der noch hier im Betrieb? Ja, der steht da noch. Der wartet. Wir geben mal Vollgas. Lass die mal rausfahren. So, das hier ist irgendwie ein bisschen... Nur eigentlich darfst du... Upsala. Du darfst eigentlich hier schon rausfahren. So, zumindest bis dahin darfst du locker rausfahren. Du darfst theoretisch auch bis hierhin hinfahren. Warte mal, der ist doof. Du sollst... Mann, das stört mich jetzt aber so ein bisschen hier. Auch du störst mich hier so ein bisschen. Da ist okay. Ja, auch du darfst bis dahin fahren. So, ihr dürft da durchheizen. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wie sich das jetzt hier entwickeln wird. Dass wir das auch hier ranbekommen. Eventuell müssen wir das noch in die Stadt verteilen. Lass mal kurz gucken, dass wir hier nochmal einen Verteiler setzen. Truck. Stop. Und dann dafür hier nochmal eine LKW-Station mit ransetzen. Die wir eventuell sogar noch ausbauen müssten. Da sollten wir uns die Option auf jeden Fall offen halten. So, dann machen wir eine neue Linie von hier nach da zum Verteilen. Verteiler Mats Erntebrück. So, nicht Ferreteiler, sondern Verteiler. Schwupp. Verteiler Erntebrück. Aber das klappt auch. So, der kommt sogar schon mit ein bisschen was an. Sehr schön. So, Fahrzeuge kaufen. Passagier, gucken wir mal, wie sieht denn der aus? Der schafft 8, der Landauer 6. Okay, da müssten wir auch gleich mal updaten. Kennstedt, alle Güter. Okay. Dann nehmen wir doch, machen wir mal den, nehmen wir mal 5. Auf den Verteiler. Dass wir das hier auch da verteilen können. So, eventuell müssten wir hier dann doch noch ein bisschen mehr Gas geben. 23 liegen hier. Wie ist denn der Takt hier? 4 Minuten und 5 Minuten. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber es ist noch nicht genug. 33, die brauchen wir noch mehr. Mal gucken, ob wir die irgendwie hochgepusht bekommen. So. Das sieht doch insgesamt hier gar nicht mal so schlecht aus. Haben wir denn noch irgendwo Busse? Straßenlinien und Depots. Tramlinien und Depots. Straßenlinien. Benzin. ÖPNV Heiligenstädt. Da können wir noch mal was machen. Fahrzeuge verwalten. Die sind doch alle überholt. Die werden wir gleich mal alle ersetzen. Gegen den
Passagier. Das ist doch der hier, ne? Was ist denn das? Das ist ein Landauer. Genau. Der Landauer hat 6, der hat 8. Postbusse. Zack. Bäm. So, haben wir noch irgendwo was? Röhl und den Verteiler. Ansonsten haben wir keine Busse zurzeit. Das sieht doch hier alles hervorragend aus. Da fahren sie die Busse. Übrigens. Auch sehr schick. Jetzt kann ich es ja sagen. Also, die Modelle sehen wirklich toll aus. Und ich freue mich schon auf die ganzen Mods, die da noch kommen. Und. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin der Meinung, dass das Spiel hier wird auf jeden Fall einschlagen wie eine Bombe wieder. Auch wenn es, wie gesagt, ein paar kleine Sachen sind, die ein bisschen nervig sind. Aber ansonsten, ja, die Kampagne wird man einmal spielen vielleicht. Und dann baut man eh auf das freie Spiel. Und dann ist es eigentlich egal. Aber wie gesagt, die Kampagne ist so ein bisschen nettes Beiwerk. Finde ich jetzt. So, Steine läuft. 20. Vielleicht doch nochmal noch ein. Obwohl, es reicht nicht, ne? Da müsste eigentlich noch mehr, viel mehr transportieren hier. 43%. Da könnten wir noch mehr. Wir könnten mehr. Aber dann würden wir ein bisschen Minus rauschen. Wäre aber eine Sache, die wir machen müssten eigentlich. Der ist im Plus. Komm. Klonen die ganze Sache mal. So, lass mal kurz gucken. Auch grafisch hat sich natürlich im Gegensatz zu Teil 1 auf jeden Fall was deutlich gebessert. Also deutlich verschönert, sagen wir es mal so. Es ist schon. Ja, doch. Es ist schon ein deutlicher Sprung. Und wie gesagt, das mit den modularen Bahnhöfen, das ist sowieso eine geile Sache. Wie ich finde. Jetzt gucken wir mal. Steine, 3 Minuten Takt. Da könnte jetzt was abgehen, wenn er denn ankommt. So, damit haben wir hier nämlich Baumatz. Und die Baumatz können wir dann auch nämlich auch nach dahin weiter transportieren, nach Mandel. Da können wir Mandel nämlich auch gleich mit pushen. Lass mal ganz kurz gucken. Landnutzung, Geschwindigkeit, Limits, Reiseziele, Landnutzung, schiffbare Gewässer. Ja, wäre hier, ne? Könnten wir auch. Überall, da müssten wir eigentlich einen LKW-Dings reinbauen. Machen wir auch. Komm, was soll's. Wir pushen gleich mal Mandel mit hier. Mitten drin hier, damit wir alles mitnehmen. Tut zwar ein bisschen weh, was das angeht, aber egal. So, das können wir hier gleich mitnehmen. Wenn wir schlau sind, machen wir es gleich hier mit rein. Dann haben wir den Bahnhof nämlich auch mit einer Kandare. Glaube ich doch. Ja, so kriegen wir beide rein. Bahnhof und Dings. Machen wir. So, dann machen wir folgendes. Dann machen wir nämlich hier noch eine Steinmatz rein. Eine Baumatz rein für Mandel. Baumatz Mandel. Dann brauchen wir mal ein paar Fahrzeuge. Die haben wir hier drüben, Gott sei Dank. Fahrzeuge kaufen. Cargo, die haben wir nur, die Kenstedt. Die sind ein bisschen schwach auf der Brust. Kaufen. Baumatz Mandel. So. Gibt Gas. Dass wir die da auch verteilen. Dass wir die hier rankriegen, damit wir die auch gleich mal ein bisschen mit anpushen können. Und dann können wir uns überlegen, ob wir dann Mandel nicht gleich noch mit anschließen hier. Oder das beim nächsten Mal machen. Und der kommt mit 41. Ist der zweite schon hier? Nein, der ist noch nicht hier. Wo bleibt der denn? Ist das der zweite hier? Steine, Erntebrück. Das ist der zweite. Erste muss jetzt hier durchgeschleust werden. Na, komm, gib Gas. Fahr auf deine Route, Freund. Jetzt
muss der warten, bis der vorbei ist. Was natürlich auch ganz geil ist, dass man jetzt eine Kombi hat zwischen Person und Güterbahnhof. Das ist natürlich sehr praktisch. So, oh, das ist sehr klug. Der fährt nämlich erst dahin. Das ist sehr klug. Das ist gar nicht mal so doof. So, den werden wir jetzt mal ganz kurz anhalten. Bis der da oben ist. Und wenn der wieder losfährt, starten wir den. Dann sind sie perfekt ausgetaktet. So, Feuer frei. Oh, dadurch kriegen wir natürlich... Zug 18. Was hast du für Probleme? Kein Weg. Willst du mich verkackeiern? Hallo? Dreh um. Klar hast du einen Weg. Mandel. Da ist dein Weg. Du Eumel. Muss ich den nochmal anhalten, bis der da ist? Oder zumindest kurz davor. So, der kann dann jetzt gleich fahren. Fahr los. Damit die sich ein bisschen austakten. So, ich hoffe, hier kommt was an. Noch nicht. Noch haben sie es nicht geschnallt, aber die ist jetzt vergrößert worden. Habt ihr gesehen? Ja, hat sich vergrößert. Das ist gut. Ich hoffe, jetzt kommt hier mal Baumatz an, ey. Komm schon. Baumatz. Baumatz. Wie viel Baumatz haben? Ja, die ersten Baumatz. Sehr schön. Ausgezeichnet. Mehr Bedarf. Jetzt müssten die dann hinten ja auch eigentlich merken, oh, wir brauchen mehr. 65%. Ah, herrlich. Läuft gut. Läuft gut. Läuft richtig gut. Wir haben 18 auf dem Konto. Jetzt müssen wir natürlich auch mal zusehen, dass wir die hier nochmal ein bisschen pushen. Weil die sind auch ein bisschen überaltert. Das ist der hier. Ölhüsheim. Fahrzeuge verwalten. Gewählte Sätze, gewählte Fahrzeuge. Dampf. PLM. Aber Cargo mit Kesselwegen. Und zwar die großen, die 9er. 160 gehen wir. So. Das bedeutet, theoretisch müssten jetzt viel mehr transportieren können. Und hier könnten wir uns überlegen, ob wir die Straße dann nicht eventuell mal upgraden. 72, das schaffen die nicht. 0 von 5, alter Falter. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz was ändern. Autosave übrigens. Wir haben schon 12 Sekunden... ist das der Dings hier? Das ist der 12-Sekunden-Takt und ich krieg's nicht weg. Das ist ja hart, ey. Fahrzeuge verwalten. Gewählte Fahrzeuge, ersetze gewählte Fahrzeuge, Cargo, Kenstedt. Dann hat er schon das Kenstedt drauf, oder? Ja, hat er schon. Shitte. Die kriegen wir hier nicht weg. Also, dann müssen wir mal überlegen, ob wir da den Weg nochmal kürzen. Das mache ich jetzt noch für diese Folge. Ein Terrain ist manchmal zu steil, um Gleise, Straßen oder Stationen zu bauen. Ein Layer zeigt die Höhenlinien. Ja, schön. Interessiert mich aber gerade nicht. So, 80. Wir gehen mal direkt hier rüber mit der großen. Mal ein bisschen direkter. Mal gucken, ob sie den nehmen. Ich denke mal schon. Dass die den jetzt nehmen werden. Lass mal kurz gucken. Ja, nehmen sie. Ganz klar. So, dann müssten sie jetzt eigentlich hier auch... Hier ist auch richtig Betrieb, ne? Das ist schon ein richtiger Umschlagsplatz hier sozusagen schon. Das ist schon heftig. In Hüsheim. Können wir eigentlich nochmal was ausbauen? Cargo Buildings. Large Side Building. Einfach damit es noch ein bisschen cooler aussieht. Ja, das passt nicht. Passt auch nicht. Ah, nee, das passt nicht.
Nee. Nee, 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 nee. 63 nach Ölhüsheim. Ja, läuft doch. So, da kommt der hier. Ölhüsheim. Geben wir nochmal Gas. Ich wollte eigentlich schon längst Feierabend machen, ne? Aber ihr seht ja, ne? Also die machen jetzt wirklich Geldmaschinen hier. Die machen richtig Kohle. So, da kommt Nachschub. Der lädt ab. Der braucht gar nicht richtig ranfahren. Der lädt hier quasi endmäßig ab. So, er nimmt jetzt auch wieder richtig mit. Das läuft hier ganz gut. 16, warte mal kurz. Bist du voll? Er ist nicht ganz voll. Ja, wir kommen ja. Wir holen ja mit dem Zeugs ran, dann können wir es verarbeiten. Aber liebe Freunde, wie unser Transportnetz weitergeht und was wir noch alles erleben werden, all das und vieles, vieles mehr, erst im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.